Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass du da bist. Ja, und jetzt kommt's gleich. Trägst du auch noch so viele alte Glaubensmuster in dir? Das ist nämlich gar nicht so einfach und manchmal merkt man das gar nicht, dass man tatsächlich über die Glaubensmuster ja sein Leben steuert und manchmal auch blöd steuert, sage ich jetzt mal. Unbewusst negativ steuert, dass einem die Glaubenssätze ja einfach festhalten in Energien, die wir gar nicht so oder die man gar nicht so braucht, die man einfach bekommen hat in der Kindheit, oft von den Eltern, die ja, sag ich mal, das immer gut meinen, aber manchmal auch einfach nicht besser wissen. Und dann hat man vielleicht so komische Glaubenssätze um sich, so ähnlich wie, das kannst du nicht, oder dazu bist du für gut, oder du bist nicht gut genug, oder für Geld muss man ganz schwer arbeiten. Also es gibt ganz, ganz viele solche Glaubenssätze. Und wenn man die nicht löst, dann wirken die und hemmen einen einfach, ja, voranzukommen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dieser Glaubenssatz, du kannst das nicht, dann macht man eben einfach diese Dinge nicht, die man gerne tun möchte, weil man denkt, naja, ich kann das ja nicht. Und diese Glaubenssätze kann man natürlich auflösen und sollte man auch unbedingt auflösen, weil man ja dadurch dann ein ganz anderes Gefühl hat von Freiheit und vorwärts kommt in seinem Leben. Und schaut mal da hinten, da habe ich die Galaxie für euch, denn wir werden auf den Sirius reisen und dort werden wir von Glaubenssätzen befreit werden. Und wenn du dich für Bewusstseinserweiterung interessierst, für Heilung und für Botschaften aus der geistigen Welt, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, um immer die neuesten Botschaften zu empfangen und auch die Glocke aktivieren, denn über die Glocke wird YouTube dich sofort informieren, wenn ich ein neues Video sende und eine neue Botschaft für dich habe. So wirst du also auf keinen Fall mehr was verpassen. Ja, wir werden also heute auf den Sirius gehen. Der Sirius, das ist ja eine Sternenformation. Ach, wenn ich die Augen schließe, dann habe ich sofort die Bilder vor mir. Und zwar diese riesigen Bibliotheken, in denen wir ganz viel lernen können. In diesen Bibliotheken bin ich sehr oft und ich sitze auch oft im Park vor der Bibliothek, im Schatten unter einem Baum. Da ist so ein schöner Baum, dann ist da eine Bank und dann sind da noch so Büsche. Das ist alles total schön gepflegt und lese praktisch in den Energiefeldern, die dort für mich verankert sind. Und so bekomme ich auch ganz viel Wissen und Botschaften für meine Lehrgänge, die ich so anbiete. Und meistens mache ich das ja des Nachts. Wenn ich schlafe, dann reise ich ganz bewusst, also man kann das ja auch bewusst steuern, nachts mit meiner Seele auf den Sirius und lass mich dort auch weiterbilden in den riesengroßen, schönen Universitäten des Wissens. Und auf dem Sirius gibt es natürlich auch, wie soll ich sagen, einen Raum. Ich sage einfach mal einen Raum, weil man kann das immer so schlecht beschreiben, was da ist und ein Raum. Okay. Und in diesem Raum werden Heilungen vollzogen. Ich spüre schon, wie die Energie durch mich fließt. Das spüre ich immer in meiner Kehle. Wenn die Energie so kräftig wird und dann kratzt mich das. Das ist einfach das Zeichen, dass die Botschaft gleich kommen will. Und dass die Heilung für euch auch gleich kommen möchte. Und aber bitte, liebe geistige Welt, habt Geduld. Ich möchte nur noch ein paar Worte sagen, damit ihr auch versteht, was jetzt geschehen wird. Und zwar in diesem Raum der Heilung, sage ich jetzt einfach mal, werden wir hineingehen. Und dort sind Sirianer, die uns erwarten. Und zwar sind es, man könnte sich als Bild, damit man es besser versteht,
Professoren, hochintelligente Wesen, geistige Wesen, also gibt es nicht auch bei uns auf der Erde, aber eben dort. Und die werden in unserer Systemstruktur Glaubenssätze, Strukturen entfernen. Die werden uns also helfen, energetisch helfen, diese Dinge aufzulösen. Und das ist die Gelegenheit für alle, welche sagen, ich leide noch sehr an diesen Dingen. Und manchmal ist es ja auch unbewusst, dass man sich gar nicht so sehr bewusst ist, welchen Glaubenssatz man gerade trägt, der einen da nicht vorankommen lässt. Und auch da werden sie für uns wirken. Und das ist so ein großes Geschenk. Denn wir möchten ja vorankommen. Also ich möchte auch immer weiter vorankommen. Und selbst ich habe festgestellt, ich habe auch noch mal ab und zu einen Glaubenssatz. Und ich bin halt auch nur ein Mensch und bin dann jedes Mal, wenn sowas passiert, oder total erstaunt und denke, oh wei, das musst du unbedingt gleich auflösen. Und das mache ich dann auch auf dem Sirius. Ja, es wird bestimmt ganz toll für euch. Natürlich gibt es auch Heilsitzungen, die man noch zusätzlich machen sollte, denn die geistige Welt kann wohl die Strukturen entfernen, aber wenn du es ganz intensiv für dich machen willst, dann empfehle ich dir tatsächlich, noch ein Heilmedium aufzusuchen und da nochmal genau reinzugehen. Wenn du diesen beiden Dinge tust, diese beiden Dinge, dann hast du wirklich, dann bist du auf der sicheren Seite und alles ist gut. Yeah, yeah. Ja, dann bin ich jetzt bereit und ich werde mich natürlich einsprühen. Das Einsprühen, das macht mir immer so eine Freude, um die Energien zu unterstützen, leichter durch mich zu dir hindurch zu fließen. Ich bedanke mich sehr, dass ich hier sein darf. Und dass die Botschaften durch mich hindurchfließen werden, direkt zu euch nach Hause. So bitte ich um die Energie des Schutzes, für mich ganz persönlich, sodass reine göttliche Energien und Botschaften durch mich hindurchfließen. Und ich bitte um die Energie des Schutzes für jeden Einzelnen, der heute, hier, in diesem Moment, jetzt anwesend ist. Und so dehnt sich die Energie des Schutzes aus. Sie fließt bis zu dir nach Haus. Ich bin bereit, die Botschaft zu empfangen und ich bin bereit, auf den Sirius zu reisen und diejenigen unter euch mitzunehmen, die dies gerne möchten. So öffne ich jetzt meinen Kanal und ich rufe die Kraft von Sirius. Ich rufe die Energie vom Sirius. Es spricht Tariana, Tariana. Ich wurde auserwählt, um heute für euch zu wirken. Ich wurde auserwählt, jede Seele zu empfangen, welche bereit ist, in die Hallen der Heilung,
der syrianischen Energie einzutauchen. Und wenn du bereit bist und mir die Erlaubnis gibst, werde ich deine Seele in meinen Händen tragen. Ich werde sie durch das Universum gut beschützt, mit deinen Seelenengeln zusammen nach Sirius bringen. Du darfst mir vertrauen, ich wirke in der allerhöchsten göttlichen Liebe und Absicht für dich, in der göttlichen Ordnung und wurde extra für heute auserwählt. Und so beginnt die Reise mit deiner Erlaubnis. Und ich trage dich voller Liebe in das Energiefeld von Sirius. Die Gesänge der Sternensaat begleiten uns und sie lenken die Energien so, dass wir sanft und sicher dort ankommen. Ich bringe dich direkt in den Raum der Heilung. Dort haben sich versammelt hohe lichte Wesen, Lehrer der Heilung. Und sie bitten dich, dich nun auf diese Liege hinzulegen, welche in der Mitte dieses Raumes steht. Sobald du dich auf diese Liege legst, beginnen die Farben des Raumes sich zu verändern. Sie sind so ähnlich wie die Farben der Regenbogen, welche du bereits kennst, aber sie sind so vielfältig, wie du sie noch nie auf der Erde wahrnehmen durftest. Und so erstaune nicht zu sehr, denn sie bewegen sich und fließen wie Strahlen um dich herum. Die hohen weißen Lichter vom Sirius, sie lenken diese Strahlen in dein Energiefeld und lösen dort, wo es Glaubenssätze zu lösen gibt. Und ich darf assistieren, ich darf mit meinem energetischen Finger die Strukturen freimachen, sodass die Energien vom Sirius leichter zu dir fließen. So werden hindernde, kristalline Strukturen einfach entfernt. Es sind die Strukturen der Glaubensmuster, welche du schon von Anbeginn dieses Lebens trägst, welche du übernommen hast, welche dir übergestülpt wurden, dies lässt sich auflösen, soweit es deine Seele erlaubt. Jetzt wirken die lichten Wesen für dich in deiner Aura und sie reinigen jede Struktur, welche du trägst und welche nicht zu dir gehört. Alles, was dich belastet, wird entfernt, so wie es gut und richtig für dich ist. Lass es geschehen. Es geschieht in der höchsten, vollkommenen Liebe.
Es geschieht in der höchsten, vollkommenen Liebe des Universums. Aus der göttlichen Schöpferkraft für dich heute in diesem Moment. Die Seelenengel sind bei dir. Sie halten die Energie für dich und Heilung geschieht. Heilung geschieht dort, wo es jetzt möglich ist. Und jetzt hast du die Gelegenheit, einige Glaubenssätze selbst mit deiner inneren Stimme zu benennen. In diesem Moment werden die Energien von den lichten Wesen in Licht und Liebe transformiert. So lasse ich dir nun ein wenig Zeit, damit du mit deiner inneren Stimme deine Glaubenssätze aufsagst und in die Heilung trägst. Ich bitte darum, dass für dich Heilung geschieht, Heilung auf dem allerhöchsten Niveau der Energie. Und so darf das geschehen, was gut und richtig ist. Dein Energiesystem wird jetzt ausgedehnt und auf die nächsthöhere Stufe angehoben, welche möglich ist. Erhebe dich von dieser Liege und bedanke dich bei den Sirianern für diese besondere Heilung. Deine Seelenengel begleiten dich zurück in das Hier und Jetzt und nehme dir ein wenig Zeit, gönne dir etwas Ruhe und lächle, freue dich darüber, was gerade geschehen durfte. Ich danke den Sirianern, den hohen weißen Lichtern, die uns begleitet haben. Ich danke der göttlichen Energie von Smarana und meiner Seele. Und ich danke euch, dir, jedem Einzelnen. Ja, aber wie fühlt ihr euch denn? Wie fühlt ihr euch? Ich fühle mich richtig frei hier, so um die Schultern herum. Es ist kolossal, wie die Energie so frei und rein jetzt gerade hier bei mir ist. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Also, ich bin noch nicht ganz da, aber das macht nichts. Dann fließt immer noch durch jedes Wort die große Energie von Sirius zu euch, trotz allem. Das ist ja ganz krass, ja. Ich wünsche mir, dass ihr alle die größtmögliche Heilung erhalten durftet und dass sich die Glaubenssätze, soweit es geht, alle aufgelöst haben. Und ihr nun, und das ist das ganz Wichtige, ihr nun jetzt bereit seid, falls so ein Glaubenssatz nochmal auftaucht, den sofort umzuwandeln in einen positiven Satz. Denn mit der Auflösungsenergie, die wir gerade erhalten haben,
ist es dann so ganz stark, so flop, darf das dann weggehen und unterstützt nochmal auf der Erde hier das, diese Heilung. Wir hatten ja gerade die Heilung auf dem Sirius und jetzt muss sie ja auch noch auf die Erde gebracht werden und geerdet werden. Und das geschieht, indem er den Glaubenssatz umwandelt. Und dann ist gut. Ein schöner Weg der Heilung liegt vor euch. Ich bin ja ein Heilmedium, deswegen fließen sehr viele Heilenergien durch mich und ich spüre es jetzt auch total intensiv in meinem Herzen, dass diese Liebe und diese Heilenergie auch immer raus möchte zu euch. Und ja, ich danke einfach, dass ihr da seid und ich habe euch so, 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 so lieb. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Habt eine leichte Zeit. Orientiert euch an dem Guten und an dem Schönen. Wir sehen uns wieder. Bis bald.